Schön hier. Positive Energie. Der Chilobay-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Hanshu. Ich war hier schon mal. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Icarus-Plattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Ja, danke. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Ah, was für ein schöner Tag. Geht das so? Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden. Aber sieh nur, was sie getan haben. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Vielen Dank. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon. Macht schon. Mensch, du hast's geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. Genossen! Icarus-Plattformbewohner und Gäste der... Hey, dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Erstaunlich. Ja, aber nur, weil er nicht ständig versucht, mir gute Ratschläge zu geben. Schade, dass meine Sozialkreditwertung nicht hoch genug ist, um ein Gedankegerät im Malachit-Grün zu halten. Nur die neuesten Nachrichten. Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz?
Was kannst du mir über die Waffenforschung sagen? Ich habe da ein berufliches Interesse. Es gibt eine kurze Meldung über neue Die würde ich gerne mal selbst ausprobieren. Ich meine natürlich an einem Schießstand. Was gibt es Neues bei der Robotik? So wie es aussieht, werden sich Roboter in 5 Jahren nicht mehr von Menschen unterscheiden lassen. Veraltete menschenähnliche Modelle wie ich werden dann mit Polymer General überholt, um alle Feinheiten der Gesichtsmimik zu beherrschen. Eines Tages wirst du eine Zeitung kaufen und nicht mal merken, dass du mit einem... Vielen Dank, aber ich muss los. Eine Zeitung? Was zur Hölle soll ich denn damit? Mir ist vielleicht entgangen, dass Zeitungen eine Informationsquelle sind. Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Schlauer wirst du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Benutz das Menü deines Handschuhs. Pff, mieser Penner. Bitte komm später wieder. Nächstes Abflauen der Nachfrage erwartet in 5 Stunden 40 Minuten. Das ist ein friedliches Atom. Ich bin Ingenieur. Angeblich soll Genosse Chalomei die alle persönlich begutachten. Teilzunehmen. Erfahrt die Geschichte von Anlage 38. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China, natürlich. Anlage 38-26 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. In der Tat. Langsam, Junge. Bleib hier, Vova. Ich gehe allein. Ich muss mit den Jungs über etwas reden. Die Kraft der Polymere ist unglaublich. Ich habe eine Frage. Ja, Genosse, wie kann ich helfen? Holt euch euren Gedanken, sonst wird euer Leben ziemlich abstanken. An den Reim muss ich dran. Und glaubst du denn tatsächlich, dass die Menschheit bereit ist, ihre Heimat zu verlassen? Eine philosophische Frage. Was die Technologie betrifft, werden wir in ein paar Jahren dazu in der Lage sein. Doch ob wir dafür wirklich bereit sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Nein, danke, kein Bedarf. Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen,
Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt. Die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich. Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Genosse Sechenov erwartet dich. Deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ziehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger, die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Hinfort, Dämon! Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. In Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Sechenov, dem Generaldirektor von Anlage 3826. Guten Tag, Genosse. Ich bin Dmitri Sechenov und das ist Anlage 3826. Und
der Wissenschaft zu widmen. Im Namen des Personals von Anlage 3826 präsentiere ich euch das Gerät der Zukunft. Den Neuralkonnektor Gedanke. Alle Menschen, Stimmzentrum von Kollektiv 2.0. Ein Netzwerk für die gesamte Menschheit. Und alle. Das den Intellekt aller Individuen zu einem mächtigen Verstand bewegt. Frei von allen Grenzen. Dank des Neuralkonnektors Gedanke steuert ihr alle Roboter mit dem Verstand. Ihr meistert akademische Fragen atemberaubend schnell. Greift auf das gesamte menschliche Wissen zu und kombiniert und verknüpft es mit euren eigenen Entdeckungen. Ihr braucht melde dich am Empfang dieses Hochhauses, Genosse Major. Du wirst dort erwartet. Deine Dokumente und elektronischen Notizbücher. Gedanke ersetzt jeden einzelnen Gegenstand. Das ist längst nicht alles. Euer Potenzial ist grenzenlos. Eine Fremdsprache in einer Minute lernen. An einem Tag die Quantenphysik, alle Meisterwerke der Weltliteratur auswendig lernen? Das ist möglich, sobald euer neuraler Konnektor Gedanke hier an eurer Schläfe installiert wurde. Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Sechenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. In 5 Minuten. In nur 5 Minuten. Ich liebe es hier. Egal wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Sei Teil von Kollektiv 2.0. Lerne, wie du mit deinen Gedanken Roboter steuern und das All erkundest. Erreiche den Gipfel der Evolution. Der weltweite Start von Kollektiv 2.0, unserem wunderbaren Netzwerk, erfolgt am 13. Juni 1955. Noch 2 Tage. Sichere dir dein Gedankegerät und werde noch heute zum Homo Futurum. Die Zukunft gehört schon dir. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Abgesehen von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Gittler. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Sechenov hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir, Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science-Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun.
Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Wie kriege ich denn hier einen Sender rein? Die Enthüllung von Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion... Politik, hör mir auf. Wir haben genug Gedankegeräte. Es wird keine Engpässe geben, kommentierte der Volksdeputierte Schaltschinow die wachsende Sorge in der Stadt Ossjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Schon viel besser. Wie ich sehe, hast du endlich mit deiner Mission begonnen. Und es ist nicht mal eine Stunde vergangen. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Was hast du da gesagt? Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. War das eben nicht ein wenig zu viel? Nein. Warum überrascht mich diese Antwort nicht im geringsten? Weil ich keinerlei Respekt für Arschkriecher habe. Gibt es denn überhaupt jemanden, vor dem du Respekt hast? Natürlich. Ich respektiere Dr. Sechenov, weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht? Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen? Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Oder fliegende Kühe? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich habe einen Vorschlag, Major. Du konzentrierst dich auf deine Mission und ich übernehme das Denken. Halt die Klappe, Handschuh. Ich versuche zuzuhören. Gibt es hier denn etwas, das du noch nicht gesehen hast? Ich bin noch nie hier gewesen, also Ruhe. Was? Wie kann das sein? Weiß ich nicht, verdammt. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, tut mir leid.
spricht der Audioguide von Anlage 3826. Wir werden in Kürze unser Ziel erreichen. Voraussichtliche Landezeit 11.47 Uhr. Außentemperatur 26 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise. Du kannst jetzt die Sojus-Granitbrücke über dem Lasursee und zwei Testgelände der Anlage sehen, WDNH und Sachali. Sie sind durch die Magnetschwebezüge verbunden, die Maglev-Bahn. Diese Technologie wurde von der Chelomei-Konzeptabteilung entwickelt und war ein persönliches Projekt von Dr. Lebedjansky. Du kannst jetzt den Betrieb einer automatisierten Fabrik sehen. Hier nehmen Roboter Montagearbeiten vor und liefern Maschinenteile aus, die von den verschiedenen Komplexen der Anlage angefordert wurden. Die Fabrik wird von einem Kollektiv 1.0-Knoten ferngesteuert und kann pro Stunde hunderte von Aufträgen autonom erfüllen. Darunter befinden sich Dr. Sechenovs Rechenzentrum, die Funkzentrale und der Steuerungsnexus für diesen Netzwerkknoten. Wir überfliegen derzeit Sonnenblumen-Solarfarmen, die in der Lage sind, das gesamte WDNH mit Elektrizität zu versorgen. Du kannst auch den Freundschaft der Völkerpark und die Maglev-Bahnlinien sehen. Maglev-Stationen verbinden alle Bereiche von Anlage 3826, damit das Personal andere Komplexe schnell und komfortabel erreichen kann. Wir überfliegen derzeit die majestätische Mutter-Heimat-Statue, die 1949 in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Nun nähern wir uns dem Wawilow-Komplex, wo die zahlreichen Agrarwunder von Anlage 3826 herangewachsen sind. Hier siehst du das sowjetische Sichelmonument, das von den Bildhauern Jelena Muchina und Alexander Kibalnikow entworfen und 1951 vom neuronalen Netzwerk Kollektiv 1.0 von Roboterbauarbeitern autonom errichtet wurde. Hierbei handelte es sich um die erste künstlerische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Unsere Führung nähert sich dem Ende. Anlage 3826 steht offen für neue Spezialisten aus allen Teilen unseres Landes. Du wirst davon begeistert sein, in dieser Welt der bahnbrechenden Entdeckungen und wissenschaftlichen Errungenschaften zu arbeiten. Zu Ehren der Kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes. Macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Bitte was zur Sicherheitsgurt erst dann, Scheiße! Wenn die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist. Du hast dein Ziel erreicht. Du befindest dich jetzt in der Ruhe ab. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Wawilow-Komplex geleiten. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig wurden. Oh, was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Bewegt eure verrosteten Hintern! Das war sehr unhöflich von Ihnen. Der Aufzug ist betriebsbereit. Verpiss dich, Scheißteil! Unsere Fahrt wird normal fortgesetzt. Ein Droffer-Abschlepproboter wird in Kürze eine magnetische Kopplung vornehmen und uns auf dem Luftweg nach... Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Oh, hilf mir, Genosse Major! Ich falle! Was zur Hölle? Ach du Scheiße! Scheiße! Scheiße!
Brummt mir der Schädel. Zauberer, hier ist P3. Bitte melden. Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Viktor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf die Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Heilige Scheiße. Hey, Hanschu. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Hey du, ich komme. Alles gut da drin? Scheiße! Ach, bleib bloß weg von mir! Ach, du kannst mich mal! Verpiss dich gefälligst! Was glotzt du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Das war eine böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein.
Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, habe ich gemerkt. Aha. Danke für die Kein Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Vavilov-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchella! Verdammt nochmal! Wir haben 30 Sekunden! Beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen! Aber so richtig! Klappt nicht! Komm her, du Muskelpaket! Nein, 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 nein! Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn! Uhrzeigersinn, Idiot! Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Der geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nimm dies! Fressen, Scheiße, und sterbt! Verdammt! Das Ding her. Gib es mir. Du nimm mal den Schlüssel. Ich nehm das. Heilige Scheiße! Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen. Verrate mir lieber mehr über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was, ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start von Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe.
Speichere Daten. Und die Maschinen erhoben sich aus... Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gesagt? Ach, lange halte ich das nicht aus. Dieser erste Roboter hat mir ganz schön zugesetzt. Zerstörte Roboter enthalten ein reanimierendes Neuropolymer-Präparat namens Neuromed. Nimm die Neuromed-Kapsel heraus und heile dich damit. Major, es könnte nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Warum hast du das Ding eingeschaltet? Uns wurde befohlen, es bei deiner Ankunft einzuschalten, Genossin Muravyova. Mein Befehl lautet, zu dokumentieren. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Und nenn mich nicht Genossin Muravyova. Für dich immer noch Oma Sina, Bürschchen. Wir dürfen dich nicht durchlassen, Genoss... Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein. Und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort durch, oder ich komme später wieder. Und dann steht sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also... Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring Genosse Kolzow eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Hey, ist das eine Birne? Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet.
So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chebetas, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. Hey, Hanchu. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Die Maschinen erhoben sich aus der Asche. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Major, es könnte nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Thank you.
Hey, Hanshu. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgend... Und die Maschinen erhoben sich aus der Asche. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Hüter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Hey, ist das eine Birne? Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet. So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chebetas, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken? Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten,
Aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Major, es könnte nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova-Abalakov-Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Großer Scham gesehen, wozu die Menschheit tat. Hey, Chuck. Charles. Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Sache rauskommt? Der Ruf der Sowjetunion würde leiden. Sowjetische Roboter gelten auf der ganzen Welt als absolut sicher und zuverlässig. Sind sie auch? Natürlich sind sie es. Deshalb trifft Petrovs Verrat das Herz des Mutterlands. Er ist seinem eigenen Land in den Rücken gefallen und will, dass die ganze Welt aufhört, unsere Roboter zu benutzen. Dieser Mistkerl. Thank you.
speichere Daten. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das... Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Hoch mit dir, Soldat. Ach. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind... Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette. Ja, ja. Her damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Larissa! Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strahl!
abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben's eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlosserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Es hat funktioniert. Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Laura. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mag es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Näher, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren.
Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Speichere Daten. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung.
Hey, Charles. Charles! Wie auch immer. Wie ist Petrov eigentlich entkommen? Hier gibt es mehr Soldaten als Zivilisten. Einige Leute glauben, dass Petrov Hilfe hatte. Er ist also nicht allein. Aber du hast doch gesagt, dass seine Partner eliminiert wurden. Wen gibt es sonst noch? Diese Information liegt noch nicht vor. Es gibt nur Spekulationen, keine Fakten. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich frei nehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13., in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Was ist denn mit dem schwarzen Bubas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehle und sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt. Reagieren sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja. Selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles? Ja? Magst du Kekse? Hä? Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Versuch, die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Ja, der Strom ist wieder an. Gehen wir zurück. Und? Welcher? Ich vermute, der Rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den Links.
Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Speichere da. Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Wir haben die Magnettür zum Seilbahntunnel verschlossen. Doch ich weiß nicht, wie lange wir die Roboter im Komplex halten können. Hey, Ivan, bilde ich mir das ein oder hat sich der Busch da gerade bewegt? Ivan! Speichere Daten.